Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu diesem Video. Heute mache ich mal einen kurzen Überblick über die Aufnahmetechnik bzw. das Equipment, was ich besitze. Anfangen werde ich hier mit dem Objektiv. Das benutze ich eigentlich nur hauptsächlich zum Fotografieren. Das ist ein 70-30mm Objektiv von Lumix, Panasonic, mit Autofokus, Bildstabilisator und Lock. Ich kann es jetzt mal kurz entlocken, dann können wir das Ganze hier so weit auseinanderfahren. Hier oben noch die Abdeckung auf, kann man reinschauen. Habe ich bis jetzt nur zu fotografieren benutzt, beziehungsweise in ein, zwei Videos habe ich damit mal ein wenig rumgespielt. Das war einmal Liechtenstein und einmal die Wasserfälle in der Schweiz. Da habe ich es mal kurz ausprobiert, um zu sehen, wie das mit Video funktioniert. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich sollte auch wieder das Lock reinmachen, sonst wird es ein bisschen doof. Als nächstes habe ich noch das Objektiv. Das Objektiv war mit dem Set dabei. Das ist ein 50er Festbrennweitenobjektiv. Habe ich bis jetzt nur einmal benutzt. Und zwar beim Video, wo ich die Kerzen gegossen habe. Ansonsten liegt das eigentlich nur im Schrank rum. Hier auch wieder manuell und Autofokus möglich. Ich mache jetzt hier das Ding auch nochmal ab. Können wir von außen drauf gucken. Kann ich auch nochmal hier abmachen. Wie gesagt, sieht alles noch sehr jungfräulich aus. Ist auch so gut wie nicht benutzt. Bis auf einmal. Das war es eigentlich auch schon. Was ich hier an extra Objektiven besitze. Auf der Kamera, wo ich gerade aufnehme, ist ein 20-60mm Objektiv drin. Und zwar auf meiner Lumix M2, so rum. Da kommt aber noch, kommen wir noch später dazu. Für die Lumix besitze ich noch aktuell das hier. Ein Gimbal von DJI. Und zwar, wie man hier sehen kann, der RS, ne? Der RS3 Mini. Das funktioniert. Soll ganz gut funktionieren. Momentan bin ich mit dem hier noch auf Kriegsfuß. Ich weiß auch nicht warum. Bluetooth verbindet er nicht mit der Kamera, obwohl er kompatibel ist damit. Und er stabilisiert nicht so, wie er eigentlich sollte. Wieso, weshalb? Ich habe keine Ahnung. Bin ich noch am Testen und am Rumprobieren, warum man nicht das tut, was er tun sollte. Dann kommen wir noch kurz zur Beleuchtung. Ich habe hier eine Mini-LED-Lampe. Die ist nicht groß, vielleicht 5x5 cm. Von diesem Hersteller gab es letztes Jahr, glaube ich, 22. Irgendwann dieses Jahr, letztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, im Angebot, ich glaube, von 60 Euro auf 15 oder 10 runtergesetzt. Habe ich immer 4 Stück bestellt. Ich mache es mal an, mal gucken, ob es die Kamera. So, das ist niedrigste Stufe. So kann ich es mal weiter. Und das hier ist die höchste Stufe an Beleuchtung, was das Ding hier kann. Davon habe ich insgesamt 4 Stück. Und das ist jetzt zum Zeigen, weil 3 sind gerade auf der Kamera montiert, über das Ding hier. Das können wir gut in den Schlitten für den Blitz reinschieben. Deswegen sind da 3 Stück, damit sie ein bisschen heller ist. So. Zusätzlich zur Beleuchtung für den Keller, wo meine kleine Werkstatt ist,
habe ich hier noch so ein kleines Brett. Auch vom gleichen Hersteller. Mit Akku oder mit Stromanschluss. Hier kann man die Farbtemperatur einstellen von 3200 bis 5600. Kann man hoffentlich gut erkennen. Und hier kann man die Intensität an dem Retina einstellen von 0 auf 100%. Ja. Ich gucke mal, ob ich die Batterie noch hier irgendwo habe. Dann können wir gleich schon mal gucken, wie es funktioniert. Sekunde. So. Hier sind die Batterien dazu. In der Ladestation hier. Auch vom gleichen Hersteller. Zwei Blöcke. Gucken, ob man das richtig rum ist, ja, ob man es einigermaßen erkennen kann. So. Dann nehmen wir das hier. Ist ein bisschen dreckig, weil ich die Tage was in der Werkstatt gemacht habe mit Staub und Sägen und sowas. Zack, rein. Zack, rein. Einschalten. So. Ich drehe es mal kurz runter auf Minimum. Jetzt ist es aus. So. So. Zack. Minimale Leuchtstärke. Maximale Leuchtstärke. Ah, ich lasse es jetzt mal komplett hell. Verzeiht mir. Das sind 3200 von warm über 5, auf 5600 mit sehr hell. Ich drehe es mal wieder weg. Und aus. So. Das war jetzt das Equipment, was ich benutze, um hier zu Hause zu filmen und auch unterwegs. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich benutze, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Ja, wie man sie kennt, GoPro. Am Lenker von meinem Motorradtest gemacht. Nichts Spannendes, ist die 10er, schwarze Serie. Das hat eine GoPro. Kennt man, weiß man, wie sie funktioniert. Dazu habe ich hier noch zwei Ladeschalen. Einmal mit den älteren blauen Akkus und einmal mit den, ich glaube, das sind die aktuellen, die etwas mehr Leistung haben und nicht ganz so heiß werden, weil die GoPro ja gerne, wenn man 4K 60 FPS aufnimmt, gerne nach ein paar Minuten abschaltet, weil es einfach zu heiß wird. So, das war das. Um den Sound vom Motorrad einzufangen, benutze ich das hier, Selbstbau, und ein Zoom H1N. Das Zoom H1N ist ein super Mikrofon, kann man stundenlang mit aufnehmen, das hält ewig. Wird eingeschaltet, kann man hier einschalten und man kann es hier auch auf Hold setzen, also das geht dann auch nicht mehr aus. Das hier ist, ja, wie man es vielleicht erkennt, einfach nur Schaumstoff. Bisschen zurechtgeschnitten, mit ordentlich Panzertape umwickelt. Das wird eingeschaltet, kommt dann so wieder rein, komplett bis zum Anschlag drinnen. So, und das Ding, so wie es ist, kommt dann in den Sozius. In den Sozius. Unter den Sitz, denn da ist es windgeschützt und es gibt keine doofen Windgeräusche wie bei der Kamera hier. Hier ist das Mikrofon drin. Wenn du schon ein bisschen schneller fährst, mehr als 10-15 km/h, fängt es an mit Windgeräuschen, ist sehr unschön. Das rauszubekommen aus dem Programm ist eine Heidenarbeit und macht überhaupt gar keinen Spaß. Wenn ich irgendwo bin, wo ich keine Ahnung habe, wo ich bin, das ist mal in Deutsch.
Mein Asbach uralt, das ist glaube ich auch schon fast 10 Jahre alt, das TomTom Rider, das ist. Was ist das für eins? Glaube ich ein 400er. TomTom Rider 400. Funktioniert immer noch ziemlich gut. Ist zwar teilweise ein bisschen träge. Ja, hier habe ich schon eine Halterung, wo direkt ein Dauerplus angeschlossen ist beim Motorrad. Also das heißt, ich kann damit ewig fahren. Genauso wie bei der GoPro habe ich auch einen Dauerplus am Motorrad, sodass die dann mehrere Stunden aufnehmen kann, ohne dass sie leer geht, die Akkus. Hier habe ich noch einen zweiten Gimbal. Das ist ein China-Gimbal von hier, von der Firma. Gucken, ob man das sehen kann. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, so müsste es sein. Das ist, hat glaube ich 100 Euro gekostet. China Gimbal für die GoPro. Damit habe ich die ersten Videos gedreht, die ihr auf meinem Kanal gesehen habt. Vielleicht mit Kochvideos und anderen Sachen. Da habe ich einen mit der GoPro und den Gimbal hier gedreht. Das kommt dann hier so drauf. Zack. Und dann kann man ganz gut Videos damit drehen. Oder auch für unterwegs, wenn du mal mit dem Motorrad unterwegs bist und die große Kamera dann dabei hast, dann ist das eigentlich ziemlich cool. Funktioniert erstaunlich gut. So, dann mein Neuzugang ist diese Männerhandtasche. In dieser Männerhandtasche finden wir ein schönes Spielzeug. Einmal die Fernbedienung, einmal das Hauptgerät und den Strom dazu. Wie man sehen kann, ist das eine Drohne. Und zwar ist es die von DJI, die 3 Pro, glaube ich, heißt sie. Habe ich gebraucht gekauft von einem Bekannten. Ist neu, also für mich jetzt neu, ansonsten schon etwas älter. Macht 4K 60 FPS Aufnahmen mit der Drohne. Das Fly-by-Wire Kit war dabei mit 3 Akkus. Und einmal diese wunderschöne Fernbedienung. Da kommen demnächst noch ein paar Videos. Wahrscheinlich bei den ersten, die nächsten Kochvideos, die kommen, werde ich so ein bisschen einsetzen, um ein wenig damit zu üben, wie man damit überhaupt umgeht. Denn die bleibt nämlich auch sehr gut stehen, wenn man sie über den, ja, ich sag jetzt mal, Grill positioniert. So, das da rein, das da rein, das da rein. Entschuldigt meine Stimme, ich habe Corona und ein bisschen erkältet. Deswegen ein wenig kratzig. Als nächstes. So, kommen wir noch kurz zum Stativ. Wie man sieht, ist es auch von der Firma Rollei. Ist ein Carbon-Stativ. Da ist es auch beschrieben, also nicht beschrieben, sondern was für eins es ist. Relativ kompakt, relativ leicht. Benutze ich aber nur zu Hause zum Filmen. Für Reisen ist es dann doch etwas zu klobig und zu schwer. Dafür habe ich noch eins im Auto. Das ist ein schön kleines, kompaktes. Ich muss es nur finden. Dann zeige ich es euch auch noch.
So, kommen wir nun zum Herzstück der Aufnahme. Das sehen wir hier. Das ist meine Panasonic Lumix S5M2. Nee, S5-2, Entschuldigung. Leider muss ich das mit dem Handy filmen, weil ich nicht weiß, wie ich die hätte sonst filmen sollen. Leider ist es auch ein bisschen dunkler. Kann man kurz hier versuchen, ob es Licht ein bisschen mehr bringt. Ja, scheint so. Ja, und da ist auch das Objektiv. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. 20 durch 60 Panasonic Lumix Objektiv. Wie ihr seht, wird in Cinema 2 aufgenommen und in 4K 422 10-Bit und 50 FPS. Leider kann sie keine Vollformat, was ein bisschen schade ist, aber für den Preis macht die das, was sie tut, hervorragend, hat eine hervorragende Bildqualität. Kommen wir hierzu. Boom. Ja, wie ihr seht, ein wenig dreckig, ist auch schon ordentlich benutzt worden. Ein Rucksack, ein Fotorucksack. Auch von diesem Hersteller. Alles selbst gekauft, nichts gesponsert, leider. Ja, bis jetzt ziemlich zufrieden, war von 200 € auf 100 € damals runtergesetzt. Auch zum gleichen Zeitraum, wie ich die. Sind sie denn jetzt? Da. Wie ich die Dinger hier gekauft habe, habe ich den hier auch gekauft. Gucken wir mal rein. Hier sind Trageschnallen, wo man ein Stativ festschneiden kann damit. Stativ kommen wir noch dazu. Das ist gerade in Nutzung. Hier ist eine Tasche. Da sind noch Tragetaschen dabei, falls man unterwegs ist und es eingekauft hat im Urlaub. So. Ich glaube, jetzt muss ich die Kamera in den Weg einer Seite umsetzen. Bis gleich, Sekunde. So, gerade mal die Kamera ein wenig umgebaut. Jetzt kommen wir zu dem. Ja, wir haben hier, der Messer noch offen. Ich mache das mal zu. Wir haben hier einfach für den zeitlichen Eingriff. Können wir schön die Kamera hier rausziehen. Das Modell weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das für eins war. Vielleicht finden wir es dann gleich nochmal. Hier vorne. Einmal zum Öffnen. Sieht man, was hier alles drin ist. Hier habe ich aktuell drin. So rum geht's auf. Hier habe ich einen Stift von meinem Laptop. Hier habe ich eine externe SSD noch drin, wenn man im Urlaub ist und unterwegs ist. Da habe ich einen Brief drin. Hier ist das Laptopfach. Das hier ist das Tabletfach. Hier ist noch ein bisschen. Kann man das hier so vielleicht besser sehen? Hier ist noch ein bisschen Krimskramsfach. Hier habe ich noch Taschentücher und ganz wichtig, auf Festivals für die Frau, Hygienetücher. Hier noch drin. Keine Ahnung. Irgendein Zubehör. Das hier sind Taschen für SD-Karten wahrscheinlich.
viel passt da auch nicht rein. Hier sind noch irgendwelche anderen Sachen, die man reinstecken kann, Stift oder sowas. Ja, das Ganze hat man dann einmal zweimal, einmal hier, einmal hier. Dann hat man hier noch auf der Seite noch ein zweites Fach. Bisschen Desinfektionsmittel. Noch eine externe. Objektivverschlussdeckel. Ersatzakku. Und noch ein Verschlussdeckel. So, das war die Vorderseite. Mehr ist auch nicht zu sagen. Doch, hier haben wir noch was. Wir haben einmal hier. Hier oben ist noch ein Fach. Da kann man noch ein Gurt. Ist hier noch drin. Für was der ist, keine Ahnung. Nie benutzt bis jetzt. Dann haben wir hier unten noch ein Fach. Hier kann man noch so ein Käppchen rausziehen. Da kann man dann hier das Objektiv reinstecken und hier mit verzurren. Wenn man größere Objektive mitnimmt, ist die Unterseite. Jetzt, wieso versteckt sich der Tisch jetzt hier? Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Fangen wir aber erstmal hier an. Hier einmal aufziehen, hier ganz unten ein Regenverhüterli. Gut, so, dann sieht man auch was. Für den Rucksack. Einstoppen. Jetzt geht's auf. So. Tada. So, das ist meine aktuelle Anordnung. Hier habe ich noch was, das zeige ich gleich. So, man sieht es hoffentlich. Hier ist meine Kamera drin. Das hier, das große Objektiv. Habe ich, wenn ich es dabei habe, habe ich hier da drin. Stecken wir mal rein. Das kleine Festbrennobjektiv, wenn ich es dabei habe, habe ich es hier drin. Und hier die Kamera drin. Hier habe ich noch Platz, da kommt meistens eine Trinkflasche rein. So ein Liter oder anderthalb, je nachdem. Hier oben habe ich noch Platz für Regenklamotten, Jacke, Pullover. Vielleicht einen kleinen Einkauf, je nachdem. Oder einen Gimbal. Wenn man das hier auch noch rein tun kann, dann kommt das Ding dahin. Oder passt es, da fasst hier immer noch ein Pullover oder irgend sowas hin. Guck mal, ob man das einigermaßen sieht. Und das war's eigentlich auch schon zum Großteil vom Innenraum. Wieder weg. Kommen wir zu dem hier. Hier habe ich, ich gehe mal ein bisschen weiter um. So, ist auch angenehmer. Hier habe ich eine Aufbewahrungsmöglichkeit. Habe ich mal bei Facebook gesehen, fand das ganz interessant. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Sieht so aus, man drückt hier drauf, es geht auf, zack. SD-Karte, SD-Karte, Micro-SD, Micro-Micro, Micro-SD-Karte, SD-Karte, SD-Karte,
zwei Nano-SIM-Plätze frei, wenn man sie braucht oder nicht. Ein Öffnungsteil fürs Handy. Das Coole an dem Ding ist das hier halt, ne? SD-Karten-Slot, Micro-SD-Karten-Slot. Und dann kommt man, wenn man ein bisschen fuddelt. Okay, ich habe jetzt nicht gerade die besten Fingernägel. Kriege ich das jetzt hier gerade raus? Sekunde. Wenn man gerade keine Fingernägel hat, nimmt man halt einen Kugelschreiber. So, zack, hier. USB-Anschluss. Micro-USB kann man hier hinten raus, zack. Bumm. Ab an Laptop oder PC und gleich rüber kopieren. Mega geiles Teil. Und natürlich auch ein ziemlich guter Karabiner. Hält doch was aus. So. Weiter geht's. Wir sind noch nicht ganz fertig. Hier habe ich noch weiteres Zubehör drin. Fangen wir hier unten an. Hier habe ich einmal noch ein Tragegurt für die Kamera. Quasi das hier. Ja, hier. Für, um die Kamera um die Schultern bzw. um den Kopf zu hängen. Also das Genick umzuhängen. Das Original fand ich jetzt nicht so der Burner. Deswegen habe ich mir das separat gekauft. Das hier ist von meinem Kopfadapter. Das gehört eigentlich nicht rein. Warum auch immer das da drin liegt, weiß ich auch nicht. Wenn ich unterwegs bin, wie das Glemseck zum Beispiel oder Arburg, die zwei Tage habe ich das hier dabei. Kennt man. Ich weiß jetzt nicht, ob man das dann gleich in der Kamera sieht. Das Ding hat 26.000. Rede vergessen. Das kann man ja hervorragend sehen. 26.800 mAh. Also mit dem Ding kannst du das ganze Wochenende komplett durchfilmen, ohne dass du einen Akku wechseln musst. Sieht dann bei mir so aus. Schön langes Kabel. Ja, schön lang. Wenn der Akku langsam zur Neige geht, hier rein. Zack. Jetzt entweder hier rein oder hier drin lassen. Je nachdem. Kommt auch an. Kabel nehmen. Hier durch. Zack. Und zu. Und das Ding, das hier ab in die Kamera. Und ihr seht, das ist lang. Kannst du wirklich ordentlich filmen mit. Ohne Probleme, muss nicht haufenweise Geld für Akkus ausgeben oder sowas. Eine vernünftige Powerbank. Und das langt. So, was habe ich hier drin? Hier drin habe ich noch so, ein paar Visitenkarten. Falls ich angesprochen werde, was ich tue, kann man denen das in die Hand drücken, da können die sich das anschauen. So, das war's aktuell mit dem Equipment. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Sachen, die ich hier jetzt gezeigt habe, sind selbst gekauft, kein Placement, keine Unterstützung, leider von irgendwelchen Herstellern. Aber bei 100 Abonnenten oder ein bisschen mehr ist es auch nicht verwunderlich, dass man da keine Placements bekommt, egal. Alles selbst gekauft, keine separate Werbung, ich werde es wahrscheinlich trotzdem reinschreiben. Ich verlinke euch alles, wenn ihr Interesse dran habt. Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.